So ist es. Zuerst noch etwas verspätet wünsche ich euch ein gesundes, tolles und ein hoffentlich friedvolles neues Jahr 2023. Vor genau einem Jahr habe ich mit meinem YouTube-Kanal Bonnie Senf begonnen und 24 Videos hochgeladen. Das also ist heute das 25. das Jubiläumsvideo, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Hurra! Hurra! Großartig! Fein gemacht! Wow! Wahnsinn! Echt stark! Toll! So muss es! Fantastisch! Super! Also das geht ja wohl besser mit dem Jubeln. Geht doch. Ein Jahr Bonnie Senf. Und das soll etwas gefeiert werden. Womit? Mit einem kleinen Potpourri aus den letzten 24 Videos, mit einem kleinen Quiz und einer Verlosung, mit ganz kurzen Interviews zum Thema, was halten die Menschen eigentlich auf der Straße oder bei uns auf dem Land natürlich auf dem Feldweg von Bonnie Senf. Und damit fangen wir auch gleich mal an. Oh, guten Morgen, ich wollte Sie mal fragen. Darf ich Sie was fragen? Ja, nur zu. Kennen Sie den YouTube-Kanal Bonnie Senf? Ja, genau. Das ist doch der von diesem Spitzenkoch, den Sie jetzt wegen Steuerhinterziehung eingeknastet haben. Bonnie Senf? Klar kenne ich den. Das ist doch der da hinten am Neumarkt mit der veganen Würstchenbude. Echt lecker. Total lecker. Senf? Ja, klar kenne ich den. Das ist doch der erfolgreichste YouTube-Kanal in unserer Straße. Okay, gibt ja auch keinen anderen. Zum Quiz und zur Verlosung. Ich stelle euch gleich drei Fragen zu den letzten 24 Videos. Wenn ihr auf das Profilbild links unten unter dem Video klickt,
dann kommt ihr zu allen 24 bisherigen Videos. Und hier die drei Fragen. Nummer 1. Wie lautet der vollständige, zugegebenermaßen erfundene Stammbaumname unseres Mischlinghundes? Dazu könntet ihr nochmal das Video zum Tag des Hundes nachgucken. Zweite Frage. Was sagte der Student zu seiner Freundin, die neben ihm im Auto saß, als der DDR-Grenzsoldat ihn um die Papiere bat? Dazu könnt ihr nochmal sehen, in Bonny besucht die ehemalige DDR-Übergangsstelle Helmstedt-Marienborn. Frage Nummer 3. Welche Nummer trägt die Motivampel Rattenfänger in Hameln? Dazu könnt ihr euch nochmal das Video Ampelanlagen ansehen. Kleiner Tipp dazu, in diesen Potpourris, den Zusammenstellungen aus den 24 Videos, kommen die Antworten schon irgendwie vor. Nur mal so für Leute, die nicht mehr das ganze Video angucken wollen. Wäre natürlich nett, wenn ihr das tun würdet. Gibt ja auch noch ein paar Klicks mehr. Okay, zusammengefasst lauten also alle drei Fragen. Eure drei Antworten schickt ihr dann bitte mit eurer Postadresse an folgende E-Mail-Adresse: bonnies.senf@gmail.com. Nach der Verlosung und wenn ihr dann gewonnen habt oder auch nicht, werde ich eure Adressen löschen. Versprochen. Natürlich ist auch der Rechtsweg ausgeschlossen und die Preise sind auch nicht von irgendwem gesponsert, die sind von mir. Und kommen wir endlich zu den Preisen. Was gibt es zu gewinnen? Wenn ihr alle drei Fragen richtig beantwortet habt, kommt ihr in die Verlosung. Meine mir angetraute Ehegattin wird dann mit ihrem goldenen Händchen mit verbundenen Augen die drei Gewinner oder Gewinnerinnen oder zwei Gewinner und eine Gewinnerin oder zwei Gewinnerinnen und ein Gewinner und so weiter ziehen. Und ehe ihr euch's verseht, werdet ihr Post von mir bekommen oder eben auch leider nicht. Und in dieser Post, da liegt als erster Preis ein Original Bonnies Senf T-Shirt. Was kann es Schöneres geben? Oder als zweiten Preis eine Original Bonnies Senf Tasse zum Kaffee und Tee trinken und ich weiß nicht, was man da noch alles reinstopfen kann. Oder als dritten Preis zwei Tüten Gummibären, die ich jetzt nicht in die Kamera halten kann, weil ich sie noch gar nicht habe. Aber die gibt es natürlich. Ein Saftbären und ein Normalbären. Tüten-Ensemble. Genau.
Gebt bitte in eurer E-Mail noch an, ob ihr im Falle eines Gewinns des T-Shirts dasselbige lieber in 2XL oder 3XL haben möchtet. Falls euch beides zu groß ist, einfach als Schlaf-T-Shirt verwenden oder in der Waschmaschine klein kochen. So mache ich das immer. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rätseln. Einsendeschluss ist übrigens der 3. Februar, das ist ein Freitag, um 24 Uhr. 2023 wohlgemerkt, nicht 2024 oder so etwas. Also, seid gespannt, was in diesem Jahr an Videos so kommt. Bleibt dran, ich weiß es auch noch nicht, ich habe auch noch gar keine Ahnung davon. Zum Schluss blende ich nochmal die drei Fragen ein und auch die E-Mail-Adresse, an die ihr dann die Antworten schicken könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Glück beim Gewinnspiel. Euer Bonnie.